Hallo Bienenfreunde, wir haben den 10.01.2019, 14 Tage nach der Oxalsäurebehandlung führe ich die Varroa-Kontrolle durch. Dazu entferne ich Volk die Windeln 1. aus den Beuten. Gleichzeitig kontrolliere ich mit der Endoskopkamera den Totenfall bei den Völkern. Ich zähle dabei keine Milben und mache keine Wissenschaft daraus. Je mehr Milben gefallen sind, umso besser ist es. Einfluss auf die Anzahl der Milben auf der Windel hat natürlich auch der Totenfall, da dadurch der Gitterboden verstopft und nicht alle Milben durchfallen. Das heißt, je höher der Totenfall, desto weniger Milben sind auf der Windel. Ja, hier jetzt eine Aufnahme mit der Endoskopkamera vom Gitterbodenvolk 1, eines meiner stärksten Völker. Die haben natürlich auch einen erhöhten Totenfall. Volk 2. Ja, hier ist Volk 2, die Windel. Es sind nicht allzu viele Milben hier gefallen, aber das Volk scheint sehr aktiv zu sein, da viel Gemüll unten liegt. Ja, hier der Gitterboden von Volk 2. Hier ist nicht allzu viel Totenfall und auch wenig Milben. Und die Bienen hängen etwas durch, man sieht die Traube unten. Volk 3. Ja, Volk 3 war das Volk, was sich aus der Mini Plus im April gebildet hatte. Auch hier nicht allzu viel Milben. Auch bei Volk 3 auf dem Gitterboden normaler Totenfall, also nicht allzu viel. Ja, auch bei Volk 4 hält sich der Milbenfall in Grenzen. Ja, Volk 4, der Gitterboden, auch normaler Totenfall. Es ist nicht allzu viel. Volk 5. Ja, Volk 5, das war mein Sorgenvolk vom September. Aber wie es aussieht, lebt es noch. Hier sind natürlich ein paar mehr Milben gefallen. Ja, das Volk 5 war ein kleines Volk, aber man sieht, es ist sehr aktiv. Es belagert so 4-5 Waben und hat damit gute Chancen, durch den Winter zu kommen. Volk 6. Ja, Volk 6 war eigentlich auch ein starkes Volk, aber wie ihr seht, sitzt es nur in einer Ecke. Zwei Waben, ich denke mal, das Volk werde ich wohl aufgeben müssen. Es sind auch sehr viele Milben gefallen. So, es ist nicht allzu viel Totenfall. Ich denke mal, hier ist ein Varroa-Schaden. Das Volk hat sich so gut wie tot geflogen. Also es haben viele Bienen die Beute verlassen. Mal sehen, ob es schafft. Also es lebt noch, aber dem Volk gebe ich keine Chance. Volk 7. Ja, bei Volk 7 sind wieder etwas mehr Milben gefallen. Und hier besteht auch der Zusammenhang zur Ameisensäurebehandlung. Da waren hier weniger Milben gefallen. Also sind jetzt bei der Oxalsäurebehandlung stärkere Milbenfall. Ja, auch bei Volk 7 der Totenfall. Nicht allzu doll, also nicht viel tote Bienen auf dem Gitterboden. Volk 8. Ja, bei Volk 8 sieht wieder gut aus, wenig Milben. Und hier war auch der Zusammenhang zur Ameisensäure. Hier hatte ich den stärksten Milbenfall bei der zweiten Behandlung mit Ameisensäure.
Auch bei Folge 8, der Totenfall ist normal. Es war eigentlich auch ein ziemlich starkes Volk, deswegen gingen hier ein paar mehr Bienen. Folge 9. Ja, bei Folge 9, auch der Milbenfall hält sich hier in Grenzen. Sind etliche gefallen, aber das ist noch normal. Ja, auch hier geringer Totenfall. Es ist auch das Volk mit der Reinzuchtweise, die ich zugekauft hatte. Volk 10. Ja, hier bei Volk 10 auch eigentlich wenig Milben, sitzen auf 5 Waben, sieht man am Gemüll. Ja, ein starkes Volk, hier haben wir auch etwas mehr Totenfall. Volk 11. Ja, auch bei Volk 11 nicht allzu viel Milben gefallen. Das Volk sitzt so auf 4 Waben. Ja, bei Volk 11 auch ein geringer Totenfall. Ja, Resümee. Alle 11 Völker leben, auch die 4 Mini Plus, die ich habe, leben noch. Und für mich stellt sich immer die Frage, ist die Varroa-Milbe Volksfeind Nummer 1? Ich denke nicht, erfahrene Imker haben das gut im Griff. Für mich ist die intensive Landwirtschaft der Feind für unsere Bienen. Ja, liebe Bienenfreunde, dann hoffen wir, dass das Jahr 2019 erfolgreich wird und wir solche gesunden Völker haben. Ich wünsche euch alles Gute und gesunde und varroafreie Bienen und volle Honigtöpfe. Bis demnächst. Tschüss.